Klamotten sind gut. Hey, da ist ein Abwurf. Boah, nice. Das wär, kannst du dir abholen. Das ist auf jeden Fall. Ups. Gut. Was haben wir hier? Kohle? Ja. An Kohle mangelt es auch nicht. Also, es ist echt sehr, sehr nice eigentlich hier. Nur Lehm fehlt. Wer ist denn das? Ach Schatz, das bist du, okay. Ja, wie gesagt, ich habe schon hier 6 Fleisch. Ich habe ein Reh erlegt. Ich habe gejagt. Wie sieht's aus mit meinem Holz? Jo. Da müsste eventuell das Erdgeschoss fertig werden. Ja. Sollen wir zusammen zu dem Drop hin, Schatz? Das ist bei uns eigentlich nur ein Dorf. Alter, ist das laut. Ach so, hier der. Ja, da hat es gerade der Regen angefangen. Das ist voll heftig. Ich glaube, das müssen sie noch ein bisschen einstellen. Boah, ich habe Antibiotika bekommen. Nice. Dann wieder zurück mit dem Zeug. Hier 2 Vogelnester. Okay. Ich bin überhitzt. Ja, wir haben hier einen Fluss nebendran. Level 5. Was hat man gesagt? Es geht bis Level 1000? Das wäre brutal. In die Karte zum Beispiel. Nein, das hast du einfach nur so 1,3. Ein bisschen. That's dirty sound. Aber wenn du jetzt stirbst, ist es ja nicht mehr so schlimm. Jo. Oh, ich habe Hunger, wie es ausschaut. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe ja was zu essen gehandelt. Schwanzkasten, Maschinenpistolenlauf, Antibiotika, Messbecher. Der Messbecher, den können wir in das Lagerfeuer machen. Raketenwerferteile. Und irgendein Buch. Was kannst du da lernen? Genauso wie den Zettel kannst du den auch lernen. Ja, muss ich mal machen. Was war das? Ein weiteres Reh. Okay, zuerst noch hier zu Ende. Und dann könnte ich eigentlich wieder zurück. Dann sind wir Tag 4. Ich hoffe, unsere Verteidigung hält auch. Okay. Ja, dann kommst du zu uns in die Nähe. Da müsste auch irgendwo ein Fluss sein. Mist, daneben. Bleib stehen, ekliges. Ich bin gerade am Jagen. Vielleicht danach. Aber ich verhungere auch gleichzeitig. Oh oh. Ein Zombie ist da auch in der Nähe. Geweckt, Zombie. Bist denn du eigentlich? Ich check's gar nicht. Wer, ich? Gar nicht. Oder der Sebi? Alter, die verbluten! Die verbluten. Wie geil, wenn man die erwischt. Die Viecher. Ich hab noch mehr Fleisch. Sechs, acht oder 600.
Meter. Du müsstest eigentlich fast da sein. So gut wie. Du kommst rechtzeitig an. Ja, voll, weil du einen Hitzeschlag hast. Da musst du irgendwie dich abkühlen. Habe ich hier noch Schimmelfleisch mitgenommen? Jo, dann bist du in der Nähe. Okay, ich lauf mal wieder zurück. Du schaffst es. Schau mal, Schatz. Ich tanze mit einem Zombie im Kreis. Unterm Hämmern, oder was? Noch ein Vögelnest. Hier gibt es auch übelst viele Vögelnester. Ich habe mittlerweile... Lass mich mal kurz gucken. 7 Eier. Ich habe Eier. Was höre ich da? Zombie, der auf mich zuläuft. Du bist fast da eigentlich. Du bist eigentlich so gut wie da. Der Pfeil ist schon voll groß. Ja, voll, das ist voll fies. Das ist echt voll fies. Das ist voll laut, vor allem im Headset. Okay, ich habe Hunger und ich habe Durst. 3%, ich muss mal kurz wieder zurück. Aber ich glaube, ich habe für Dings schon... Für meine Verhältnisse schon genug gemacht. So, was haben wir drin? Einmal eine Flasche Wasser. Nochmal Wasser. Hast du mein Glas mitgenommen, Schatz? Die vier Wasser? Sonst habe ich das verloren. Du musst einfach Richtung... Ist da ein Osten. See, wie heißt denn das? Ein Fluss. Ein Fluss. Du musst... Geh weg! Du musst einfach Richtung Osten laufen. Hey, du bist doch fast da. Ja, der ist fast da. Ich sehe es. Oh Scheiße, ich muss was essen, sonst gehe ich jetzt sterben. Du hast es nicht mehr weit, 200 Meter nur. Mhm. Ah, hier habe ich noch Wasser. Nee, wenn du nach Osten läufst, läufst du richtig. Okay, was getrunken. Dann noch mal kurz. Da bist du doch. Ich sehe dich. Schau mal, wie ankerknackig. Mhm. Und mit dem Iro. Mhm. Hast du den Kochtopf gesperrt, Schatz? Nee, oder? Was habe ich denn gesperrt? Den Kochtopf. Nein. Weil den kann ich nicht machen. Naja, geht so. Sind noch dabei. Ja, der ist im Wasser, pass auf. Komm erstmal rein und bau deinen Schlafsack, das ist das Wichtigste. Ich benötige die Rohstoffe, eine Flasche Wasser. Meine Wasserflaschen sind weg, warum? Weiß ich nicht. Hast du die? Nein. Okay, das ist aber nicht weiter schlimm. Nein, also nur Spinnenzombies. Aber die kamen bis jetzt noch nicht. Boah, aua! Ich bin gelähmt, Hilfe! Hab jetzt keinen Bogen, ich helfe dir. Ich hab's geschafft. Boah. Schulterlein! Er ist gestorben. Das war der Zombie, der gerade in die Stacheln reingelaufen ist. Was hat er dabei? Eine Wasserflasche wäre schön. Eine Hose! Brauchst du eine Hose? Und ein schimmliges Brot. Jo, aber als erstes ist ja der Schlafsack nicht schlecht. Ja, ich habe eine Hose dabei. Gerade gefunden von dem Zombie. Du kriegst die Zombie-Hose. Warte mal, hier. Die ist sogar besser wie meine. So. Hier hat er so einen Sack rumgelegt. Du hast ein rosa Oberteil an. Okay, dann. Sieht aus, als wenn du Busen hättest.
Ich mach mal die Rampe neu. Das ist, oder die, mach du mal die Rampe gescheit. Ich mach die Rampe eigentlich gar nicht. Weil wir da wieder eine Leiter haben. Ja, die kommt eigentlich weg. Das verrottet ja vielleicht mit Verrotten. Ach, ich hab das Wasser herstellen lassen. Das ist noch da drinne. Ach da, ja voll, okay. Das bedeutet, dann mache ich das weg. Bei dem Haus. Und ja, warte, ich kann sie dir geben. Ich bin nur gerade am Kochen. Ich muss mich nur gerade hier versorgen. Und er läuft halt voll in das Feuer rein. Du brennst, Rasti. Ja, hier unser Lagerfeuer in der Nähe. Okay, einmal Fleisch. Das gekochte Fleisch. Wie gibt's denn das? Weil ich verhungere gerade, das wäre schlecht. 14! Alter, das ist nicht zu viel. Das ist nicht so viel. Da muss ich noch ein bisschen mehr kochen. Was will ich denn mit dem verrotteten Fleisch wieder? So, das hier rein. Dann grill ich mir halt noch die drei. So. Dann mache ich noch eingekochtes Ei. Und ich glaube, dann müsste es wieder laufen. Wohlbefinden plus 1. Kaputtes Wildbret. Wie kann man Sachen kochen? Du musst ja ins Lagerfeuer gehen, aber warte, ich bin da gerade noch beschäftigt. Gut, also eine Leiter ist dran. Sehr nice. Okay, Essen ging hoch. Das ging runter. Soll ich sagen, ist frisch, ne? Ja, aber hier sind wir eigentlich ziemlich sicher. Hier bitte, du kannst hin. Was ist los? Weil der Basti, wenn er die Leiter so hoch geht, so nach oben schaut und das sieht voll witzig aus. Einmal verkohltes Brät. Au, das zieht mir Leben ab, ich bin fast tot. Ich hab noch nie. Das zieht die Leben ab. Ja. So. Ich bin hier gerade mich hier zu regenerieren und er tötet mich. Dann noch einmal das Ei. So. Ich habe ordentlich schnabuliert. So, jetzt noch. Man hat halt echt übel viele Dinge auslassen, Städte, ja. Ich bin da an voll viel vorbeikommen. Ja, das schauen wir später uns an. Aber erstmal hier kurz so die Grundüberlebenssachen sichern. Vor allem du mit deinem Schlafsack, das wär's. Ah, du hast schon gemacht. Okay. Oh, ich wollte nicht runter. Und Vorsicht, da sind überall Stacheln, gell? Hab ich hingestellt als Schutz. Hab ich gesehen, ja. So. Okay, ich habe keinen Durst mehr. Was ist schon wieder das Zombiefleisch drin? Was will ich denn damit? Ach so, wahrscheinlich, wenn man drüber läuft. So, was habe ich die jetzt Stacheln drin? Bringen die bei der Invasion nichts? Die was? Doch, warum? Bei der halt nach 7 Tagen. Doch. Ja klar bringen die was, deswegen sind die doch da. Ja, nein, weil der Frener immer gesagt hat, man braucht unbedingt einen Fluchtweg, weil man in seinem Zuhause nicht wirklich sicher ist, so auf die Art. Aber das ging schon, eigentlich. Das, was ich aber eher brauche, ist mal hier Wasser. Und die Samen kann ich auch noch nicht brauchen.